Und weiter geht's mit Super Mario World für den SNES. Ja, ich habe zwischendurch mal eine ganz kleine Pause gemacht von 2 Minuten. Was getrunken. Und so weiter. Und jetzt machen wir hier weiter. Und ja, hoffen wir, dass wir hier jetzt vernünftig durchkommen. Ich will das nämlich nicht mehr machen. So, und hier runter. Dann jetzt hier gleich hoch. Klapp. Da muss ich auf euch wieder aufpassen. Ist keiner hier hängen geblieben? Oh, nö. Achso, du begleitest mich noch ein bisschen. Oh, wie nett. Das ist er weg. So. Fall runter, bitte. Danke. Jetzt muss ich auf dich natürlich noch warten. So, und hier jetzt ganz langsam durch. Ha! Das hat's gebracht. Wow. So, ganz langsam. Super. Da wusste ich jetzt irgendwie nicht weiter. Schade, schade. So. Oh, jetzt juckt doch noch mein Auge wieder mal. Beziehungsweise meine Augenbrauen. Und weiter. Wow, jetzt nicht zu weit laufen. Und ja, es geht immer schön weiter. Ich weiß gar nicht, ich muss mich so konzentrieren, dass ich gar nicht so viel eigentlich hier kommentieren. Ich trinke noch mal was. Wo ist meine Silter? Das hier. So. Und wir machen Voice Castle. Diesmal muss es aber mal funktionieren. Hoffe ich doch. So schwer ist das doch eigentlich gar nicht. Jetzt juckt mir die Nase. Jetzt juckt mir die eine Seite, dann die andere Seite. Was ist denn jetzt los? Jetzt muss ich gehen. Toll. Das sieht da wenigstens jetzt gar nicht so schlecht aus. Na. Komm, so. So, bis hierhin ist ja noch alles schön und gut. Scheiße auf das Leben. Den Peace-Switch brauchen wir auch nicht. Warum? Na, andere Strategie. Ich muss dann auf den Block springen, den ich da aktiviere. Vielleicht funktioniert das dann ja besser. Ich frage mich auch mal, wie das eigentlich ist, wenn man auf diesen. Ich habe jetzt einen, wie gesagt, einen neuen PC und einen guten Bildschirm, der ein bisschen größer ist als der von meinem von meinem Laptop. Wie das
eigentlich hier ist, wenn man hier Uso spielt. Weil mich erinnert, dass halt die Musik von den Schlössern immer so in einen Uso, auf eine Uso-Map und die eigentlich ganz schön episch ist, eigentlich die Musik. Im Remix, glaube ich, ist. Und sie da, gegeben. Gibt es die da? Nein. Also nur so Gedanken, die ich mir gerade mache. Kann ich auch mal zeigen, so ein paar Maps, wenn ich da wieder auch richtig drin bin in Uso. Ich bin jetzt zwar nicht der Gute, Guter, aber ich mag halt manche Maps. Vielleicht mache ich die hier dann auf meinem... Wow. Zweiten Channel werde ich hier dann hochladen, glaube ich. Nicht, dass ich hier irgendwelche Strikes bekomme von YouTube. Ah, jetzt jucken beide die Augen. Was ist denn das gerade? Soll ich hier nach... Das wäre jetzt der 6. Part in Folge nicht aufgenommen. Hoffentlich soll ich hier nochmal eine kleine Pause machen. Sollten hier nicht Yoshi-Cons erscheinen? Hm. Kam mir doch mal so vor. Egal. Wow. So. Abwarten. Abwarten. Hochspringen. Abwarten. Hochspringen. Abwarten. So. Hä, hatten wir dich nicht schon mal? So ähnlich? Ah ne, hier gehen die Wände auch noch weiter zusammen. Ne, wir werden so ähnlichen. Ich erinnere mich. Lass dich bitte fallen. Lass dich bitte fallen. So, dreimal erwischt. Ach, das Schloss ist vorbei. Nach 7 Minuten in diesem Part. Geht doch. Endlich. Juhu. Tja. Damit ist Roy Cooper auch erledigt. Und wir gehen es... Es wird nicht einfacher, das weiß ich. Aber wir gehen einfach mal weiter in die nächste Welt. Chocolate Island? Das ist jetzt die Chocolate Island Welten. Welten. Eben... Ach, ein Wino. Boah. Er hat mich verarscht. Ja, ich glaube, das ist auch egal. Ja, yeah, das sah wenigstens ein bisschen nach Skill aus. Das nicht. Wow. So, und hier können wir, ja, hier können wir rein. Das sah auch sehr danach aus. Okay. Mittelpunkt. Fick dich. Ja, okay, keine bösen Wörter. Aber der war gemein. Der war nicht fair. So. Yoshi! Ich glaub's ja nicht. Mein Freund Yoshi ist doch nochmal da. Das könnte das alles wieder ein bisschen einfacher machen. Vor allem, da die großen Dinger dann sofort erledigt sind, wenn man vernünftig darauf springt. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das hätte auch wieder mal so richtig schön in schief gehen können. Geisterhaus. Schoko Ghost House. Ohne Yoshi. Oh. Ach. Ich hab gar keine Feder. Ah. Ja. Wie kam ich denn jetzt auf den Gedanken, dass ich eine Feder habe? Ich weiß es gerade nicht, aber...
Egal. Wow. Wow, das war knapp. Und der geht mir jetzt schon auf den Geist, dieser Typ mit der... Wow, ich dachte, man kann drauf springen. Puh. Gib mir den Pilz. Gib mir den Pilz. Wow. Na, scheiß drauf, ich hab nämlich, glaube ich... Wow, na... Nein! Aha. Knapp. Das sage ich jetzt einfach mal so, als Profi. Wow. Ich sollte langsamer laufen. Ich wage wieder zu viel. Ich sehe jetzt auch kommen, dass ich gleich wieder voll in den Gegner reinlaufe. So. Jo, das war zu erwarten. Was ist hier jetzt so Spannendes? Ach so. Gucken wir erstmal ganz kurz hier, ob da noch ein Pilz irgendwo ist. Dann halt nicht. Yeah! Da war ich einfach mal still. Ich wollte einfach mal gucken, wie das, ob das auch wirklich funktioniert, was ich hier gerade mache. Und es hat funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin sprachlos. Kommt mal mit. Ich glaube nämlich, ich brauche euch, um da oben hinzukommen. Ja, hat es doch besser funktioniert, als ich dachte. Und ich bin wieder draußen. Herrlich. Hoffentlich hat das Schloss keinen zweiten Ausgang. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo das sonst hinführen sollte. Weil das zwei Ausgänge hat. Okay. Ich beende den Part jetzt schon mal hier. Ich brauche erstmal eine Pause. Eine längere Pause. Ich glaube, ich habe 6 Parts nacheinander aufgenommen. Das dürfte nicht erstmal reichen. Für heute wenigstens. Und irgendwann sollte ich mich auch mal ans Rendern ranmachen. Aber das ist eigentlich euer Problem. Wir sehen uns im nächsten Part wieder zu Super Mario World. Bis dahin. Ciao, ciao.